So, meine lieben Freunde, da geht jetzt auch schon der 12. Part los mit einer ganz kurzen Pause. So. Ja, das war wieder ein ganz toller Frame-Einbruch. Ich danke dir, ich hab dich lieb. Beziehungsweise ich hätte eigentlich mal nachgucken müssen, ob der letzte Part jetzt irgendwie asynchron geworden ist. Aber egal. Und wir hauen jetzt hier noch den Spezialitäten-Cup raus. Und wie gesagt, das Video wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger gehen. Weil wenn ich jetzt hier den goldenen Pokal gewinnen sollte, wovon ich ausgehe, werdet ihr zum ersten Mal den Abspann dieses Spiels sehen. Also hier im Let's Play. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt schon mal über Nintendo 64 oder so gesehen habt. Jedenfalls, der Abspann von diesem Spiel ist so herrlich. Das ist, also die Musik, die sie hier dafür komponiert haben, muss man ja sagen, ist echt geil. Also anders kann ich es nicht sagen. Was macht die Bitch eigentlich vorne? Hat die kein Zuhause? Peach, du solltest vielleicht mal zu deinem Dickstar zurückgehen, zu deinem Schloss oder so. Vielleicht wird er gerade eingebrochen. Vielleicht ist ja Waluigi da und denkt sich so, ach komm, ist gerade keiner da. Ich, hallo? Ja. Wunderbar. Ist in Ordnung. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Naja, komm, dann fahren wir zum Stern nach vorne. Ist ja alles kein Problem, ne? Hat mir die ganze Scheiße abgelegt. Verdammte Kiste. Ich war's nicht. Ich bin da unschuldig. Ich bin die Unschuld in Person. Also in Schildkröte jetzt gerade. So, ja, ja. Peach, man sollte aufpassen, wo man hinfährt. Ansonsten könnte das eventuell ein bisschen schmerzhaft werden. Wie du es gerade selbst vorgemacht hast. Hallo. Es wäre wirklich mal sehr freundlich, wenn du nicht über Ideen fahren würdest. Ansonsten, mein lieber Bowser, haben wir hier so ein kleines Problem. Was wir dann noch lösen müssen. Und dann heiß ich... Nein, Quatsch. Nein, ich sag nichts. Ich wollte es gerade ein bisschen unhöflich werden, aber... Ach, ich doch nicht. Ich doch nicht. Du bleibst mal bitte hinter mir. Weißt du, bevor du mich überholst, müsstest du erstmal in fünffacher Ausführung einen schriftlichen Antrag stellen. Und bevor der bei mir hier eingeht, das dauert ja auch wieder. Ne? Ich wohne ja nicht am Arsch der Welt, ich wohne in Hildesheim. So, jetzt kriegen wir noch einen schönen grünen Panzer. Und dann haben wir da drinnen auch gleich mal so gedienstlich fertig. So. So, ja, hier kommen die ganzen Guten, außer mir. Ich bin der sehr, sehr Gute. Sind mal wieder die ersten vier hier, die Punkte bekommen. Also Bowser natürlich, der ist das Gute in Person. Ne? Also, wieso sollte man den eigentlich bei Super Mario irgendwie besiegen? Nein, doch, guck doch mal, der sieht doch so freundlich aus. Der hat immer so ein Grinsen auf der Zähne. Das total scheiße aussieht, aber egal. So, zweite Strecke, jetzt kommt sie wieder. So, ah ja, und im Extra Cup wird diese Dings hier sehr lustig. So, wollen wir mal gucken. Komm, wir fahren wieder unsere allbekannte Strecke ab. Wo wir gerade verfolgt werden. Oh mein Gott! Hilfe, ich werde verfolgt! Wer ist das? Oh mein Gott, das ist ein Pilz! Oh, tut mir aber gar nicht leid. So. Weil ich jetzt gerade so sauer war, habe ich jetzt einen Blitz gekriegt, ne? Okay, ich bin eigentlich immer sauer. Aber das heißt, der sauer macht lustig. Ja, ich weiß, war ein schlechter Wortwitz. Aber pff, egal. Da hinten hängt einer. Ist das Toddy? Ich glaube, ich habe Toddy verbuggt. Es tut mir leid, aber nicht weh. Ah, nee, ja, jetzt kaum bin ich in seiner Nähe,
Da darf er da weiterfahren. Ja. Das war, ja, back dich da durch. Mhm. Aber klar doch. So, Luigi, ich würde sagen, du bleibst mal bitte hinter mir. Weil ansonsten hätten wir hier... Was war das denn? Ansonsten hätten wir da gleich irgendwie ein kleines Problemchen. Ach du Scheiße. Ja! Hm? Ich wäre jetzt nicht dafür, dass ich jetzt hier... ich bin Zweiter. Scheiße! Nö. So werde ich das Rennen nicht abschließen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da wären wir jetzt lieber Fünfter. Ja, ist gut jetzt. Weil das sehe ich nämlich nicht ein. Hey, Dicker, was willst du? Ich bin dicker als du. Ich hab vor... Guck mal. Du halt mal deine scheiß Bananen, du Penner-Knöppel-Dödel-Heinz, du. Ja. Ich wäre eigentlich Fünfter gewesen, aber egal. So, wie gesagt, wir wiederholen jetzt nochmal dieses schöne Rennen, weil das war mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Sei ich ganz ehrlich, ne? Ich lasse mich doch nicht verpimpeln. So. Ja, und Toddy war natürlich letzter, wegen meiner verbackten Frechheit. So, Leute. Jetzt ist aber hier, ne? Jetzt fahre ich vorne weg und keiner darf mich überholen. So. Ich behalte hier wieder meine allbekannte Richtung bei. Luigi, du darfst da gar nicht langfahren. Das ist meine Strecke, ne? Okay, also jetzt nicht direkt meine Strecke, aber er müsste dafür eigentlich erstmal Bescheid sagen, beziehungsweise fragen, Herr Bowser, wie sieht's denn aus? Darf ich da mal langfahren, wenn ich darf? Oder wie? Oder was? Oder wo? Und wenn ich sage, nö, dann eben nö. So. Tut mir jetzt natürlich leid, dass dieses Rennen zweimal gemacht werden muss, aber wie gesagt, das war mir jetzt gerade ein bisschen zu blöd. Erstmal hier dieses scheiß Dings hier zum explodieren und dann noch die Bananenschale und dann so haben wir ja nicht gewettet hier, mein Lieber, mein Leben, ja, hier, ne? Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich habe ein bisschen Vorsprung, ist das nicht schön? Nicht mehr lange. Das wird sich gleich ändern, weil ich sehe ja nämlich zwei Pempel schon angekommen. Die wollen mich knuddeln. Ich möchte auch knuddeln. Aber mit mir knuddelt ja keiner. Ich knuddle höchstens mit mir selbst. Und das ist auch nicht immer so schön. Ne? So, ha, Strecke frei. Wunderbar. Ja, aber die beiden legen es echt drauf an. Wer ist denn das? Ja, natürlich Mario. Der natürlich jetzt einen Geist hat. Das ist ganz klar. Mario, wenn du nicht gleich die Schnauze hältst, dann hast du es hinter dir. So. Wunderbar, ich habe genug Vorsprung, das heißt, wir können jetzt nochmal die Bananenschalen hier schön verteilen. So. Peach zweite, Luigi dritter, Mario vierter, Mario sechster. Ha! Sehr schön. Und meine Zeiten sind natürlich jetzt auch wieder besser gewesen. Ne? So. Ja. Gut, die Bitch ist jetzt mit mir 6 Punkte hinter mir. Ja, ja, gut. Das. Gut, das heißt, ich muss jetzt bei dem Rennen auch noch Erster werden. Und was dann beim letzten Rennen passiert, das ist dann eigentlich wurscht. So, ich dachte eigentlich, das wäre jetzt auch ein super Start. Aber leider hat es diesmal nicht geklappt. Aber kann man nicht ändern. Hi! Na? Möchtest du einen Kaffee? Gibt heute noch Kuchen. Kaffee ist aus. Müssen wir erst aus dem Ausland nachbestellen. Das hat sich jetzt auch falsch angehört, aber egal. Du Knödelheinz, was... hallo, was machst du? Was tust du? Ich fahre ein Rennen. Aber nicht so, wie es eigentlich sollte.
Ja, von wegen. So gut, Luigi wäre schon mal weg. Und diese Pilze, irgendwie sagen die mir gar nicht zu. Schon wieder ein Pilz. Entschuldigung, jetzt habe ich was in der falschen Röhre gekriegt. An meine eigene Spur verstopft. Das habe ich auch selten erlebt. Besonders in einem Let's Play Video. Hallo? Also, gleich ist hier was los. Einmal du und dann schmeißt du dich sonst vorhin. Fliegst aus dem Fenster, du Scheißding. Meine Güte. Also, ich verstehe nicht, warum es jetzt so derbe Frame-Einbrüche gibt. Und das allerbeste ist ja, ich habe ja nichts weiter geöffnet. Das ist wirklich nur Fraps, was geöffnet ist. Okay, ich habe Skype noch geöffnet, aber da bin ich ja auch beschäftigt und habe keinen hier in der Skype-Konfi drin. Also das muss ich irgendwie nicht verstehen, oder? Meine Güte. So. Wunderbar. So. Aber dadurch, dass es jetzt gerade so einen derben Frame-Einbruch gab, Leute, ich werde nochmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder zurück. Also ich habe keine Ahnung, woran jetzt dieser derbe Frame-Einbruch gelegen haben könnte. Aber scheiß was drauf. Wir machen jetzt das letzte Rennen und dann haben wir es auch gleich geschafft. Wie gesagt, wir haben jetzt 12 Punkte Vorsprung vor der dummen Bitch, Peach. Und wie gesagt, das kann uns jetzt eigentlich keiner weiter mehr nehmen. Ich versuche hier nochmal eben die Abkürzung. Klappt. Ich würde jetzt sagen Level Broken, aber eher Rennstrecke Broken. So, und jetzt guckt euch mal an, wie schnell die jetzt im 150er Bereich aufholen können. Das ist eigentlich eine Sauerei. Ja, guck mal, wie schnell ich fahre. Ich fahre jetzt, man kann sagen, 70. Und wie schnell die jetzt aufhören. Guck mal, wie schnell die unterwegs sind. Dann müssen die ja schon 90 oder 100 drauf haben. Also hier mit vollem Schmackes. Und danke, noch ein Frame-Einbruch ist super. So macht das LP doch Spaß. So, ich versuche übrigens gleich wieder die Abkürzung zu nehmen. Dann wird diese Rennstrecke vielleicht ein bisschen kürzer in der Zeit. Weil leider musste ich ja die Yoshis Dingstar-Strecke leider zweimal machen. Aber, naja, was soll's. Ich hab das mir ja nicht ausgesucht, ne? Naja, eigentlich schon, aber egal. So, die ersten Knödel sind nämlich gleich schon wieder da. Nee, Ketten, geh mal weg. So. Mal gucken. Scheiße! Gut. Hat leider nicht sollen sein. Wir sind jetzt auf Platz 2. Die Bitch ist erste, okay. Was macht Donkey Kong so weit vorne? Donkey Kong. Ich wäre ja mal ganz dringend dafür, dass du dich mal ein bisschen nach hinten verpflanzt. Ja, oder so, so geht's natürlich auch. Ja, nimm kein Item mit, du brauchst es ja nicht, ne? Ist ja alles soweit im grünen Bereich. Wie gesagt, es würde jetzt reichen, wenn wir Platz 3 oder Platz 4 nach Hause bringen, aber wenn wir ja hier schon da drin machen, wollen wir es ja auch vernünftig machen, ne? Also hier mit erster Platz und so. So, und guck mal, die Bitch ist da vorne. Warte doch mal bitte! Siehst du, ich sage jetzt so häufig Bitch in meinen Videos. Ich glaube, ihr habt da soweit keine Probleme mit. Ansonsten, es ist jetzt erst der zweite Part freigestellt worden. Also, wie gesagt, ich muss ja jetzt schon für die nächsten, ich sag mal, ein, zwei Wochen wieder im Voraus
aufnehmen. Das war toll. Und doppelt getroffen. Das ist schön. So, aber ich würde sagen, ist die letzte Runde da. Nehmen wir mal nicht die Abkürzung. Weil ansonsten wird die Peach nämlich erste. Und das muss ja nicht sein. Hi! Aber ich würde nämlich sagen, wir versuchen jetzt einfach den ersten Platz nach Hause zu bringen. Oder soll ich es auch nochmal probieren? Ich weiß es nicht. Was würde Waldraut machen? Sie würde... Hallo? Was machst du? Da, ja. Das war jetzt ein 360er Graddreher hier auf der Rainbow Road. Das ist unglaublich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe schon vieles gesehen, aber das... hä? War jetzt eine Bananenschale, hallo? Jetzt ist die Bitch auch noch erste. Was soll das denn? Ihr Freundchen. Über die fahren wir jetzt mal richtig schön direkt drüber. Dankeschön. Ich habe zwar kein Item gekriegt, aber das muss es sein. Da war... Huch, da war mir gerade nach. Einmal richtig schön mit vollem Schmacke so... Das ist ja richtig platt, wenn eine Flunder ist, ne? So, hey, Panzer für mich. Naja, ich als Schildkröte muss mich da ja am besten mit einer... mit dem Panzerdings hier von meinem Kollegen irgendwie verteidigen können, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Und wir haben noch einen Ersatzpanzer. So, oh, Peach ist nur vierte. Donkey Kong ist jetzt zweiter, okay. Das heißt, da kann jetzt gar nichts weiter passieren. Also Donkey Kong kann auch meinetwegen erster werden. Aber nö, ich will jetzt erster werden, wenn ich da... Hallo? Bist du? Hallo! Na, du Klöten Heinz? Haha, mit Bande! Das ist eine Schande! Ja, ich weiß, bin ein bisschen pötisch. Weil ich's kann. So, hey! Die erste Runde war gut, die restlichen zwei kannst du vergessen. Aber egal. So. Ja, passt schon, ne? Und alle Rennen mit Platz 1 erledigt. Da sieht man mal, dass ich mit Bowser am besten zurechtkomme. Es ist unglaublich. So, der Einzige, der ohne Punkte ist, ist leider Yoshi mit 0 Punkten. Tut mir leid. Es gibt dreimal den fünften Platz, Todd, Donkey Kong und Wario. Dann haben wir auf Platz 4 den guten Mario mit 3 Punkten. Luigi ist Dritter mit 16 Punkten. Peach ist Zweite, die Tusse mit 18 Punkten. Sie hat es gar nicht verdient, aber egal. Und ich natürlich mit, also hier Bowser und so, ne? 36 Punkte. Jetzt gibt es die Siegerehrung. Und nach der Siegerehrung müsste dann eigentlich soweit der Abspann laufen von diesem Spiel. Aber wie gesagt, den Extra Cup werde ich dann natürlich auch noch versuchen. Der einzige Nachteil beim Extra Cup ist, wie gesagt, dass der, so gesagt, rückwärts läuft und dann noch spiegelverkehrt. Wenn ich da jetzt richtig liege. Ich glaube, es läuft entgegengesetzt spiegelverkehrt. Also die erste Kurve, die man normal links nimmt, die nimmt man dann rechts. Also irgendwie, ist auch egal. Ihr seht es ja dann. So, ja, komm hier, Mario, Mario sag ich jetzt schon. Bowser wartet auf seinen nächsten Pokal, bitte. Ja, 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 ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich schon mal. Den Abspann lasse ich jetzt, wie gesagt, durchlaufen. Dabei werde ich mich muten. Da werdet ihr nicht meine sagenumwobene Stimme hören, weil dieser Abspann bei Mario Kart 64... Den muss man einfach genießen und sich auf der Zunge zergehen lassen. Also Leute, wir sehen uns dann im Extra Cup, beziehungsweise dann im nächsten Part wieder. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim, ja, beim Abspannen, beim Outro zu Mario Kart 64. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö.